Hallo Leute, okay, was haben wir heute vor? Wir wollen uns diese Ölabsaugpumpe anschauen. Geholt habe ich die im Versandhaus. Der Versandhaus, ne? Der große mit dem großen E auf jeden Fall, circa 35 Euro. Funktioniert mit Unterdruck, daneben ja die Pumpe oder quasi das pumpenähnliche Element. Man bekommt drei Schläuche, also einmal diesen hier. Dann den dicken, der muss immer da dran sein. Und ja, den kleinen dünnen hier. Ne? Ach ja, und zusätzlich noch aus Kupfer. Den kann man sich dann so zurechtbiegen, wie man möchte. Wir werden wieder das Öl absaugen bei einem 530 Diesel. Ist ein E61. Zu dem Fahrzeug, ob sich dort komplett das Öl absaugen lässt, habe ich ja schon ein Video gemacht. Könnt ihr euch anschauen. Hier geht es jetzt mehr oder weniger als Schwerpunkt nur um die Pumpe. Es gibt die auch für 100 Euro. Die haben hier oben dann so ein Ventil mit einem Nanometer und dann könnte man quasi mit einem Pressluftgerät, also mit hier Druckluft, auch Unterdruck erzeugen und man müsste halt quasi nicht pumpen und so weiter. Ich habe mir jetzt das Günstige hier geholt, weil ich ja eh die Druckluft nicht immer bei habe und ja, ich denke mal, das wird für die Leute interessant sein, die das mal eben auch in der Garage machen wollen. Schauen wir mal, wie schnell er ist. Ich werde ungefähr die Zeit stoppen und euch sagen, wie viel er jetzt, in dem Fall sind es ja 7,5 bis 8 Liter, ja, leer gesaugt hat. Ich fange erstmal an mit dem etwas dickeren Schlauch, weil bei dem Fahrzeug muss man ja ein bisschen tricksen, dass man den Schlauch so ein bisschen ja gebogen hat, um die Ecke zu kommen. Und wenn er mit dem dicken Schlauch dann irgendwann mal schon Luft zieht, werde ich dann umstellen auf den dünnen hier, dementsprechend das Teil formen, wie im letzten Video eigentlich. Und dann den Rest absaugen. So, also Pumpe bedienen geht kinderleicht. Kann jede Lady, sieht man. Ja, man sieht, er fängt an anzusaugen. Ja, ich würde sagen, es läuft. Die Sektion habe ich selber unterteilt. Man hat ungefähr 2 Liter pro Sektion. 2, 4, 6, 8, 10. Das ist eine 9-Liter-Pumpe. Die gibt es auch etwas günstiger für 7 Liter. Schauen wir mal, wie lange der braucht. So, wenn man dann den nötigen Vakuum oder das nötige Vakuum erzeugt hat, das spürt man halt, irgendwann mal wird es halt ein bisschen schwieriger mit der Pumpe und dann lässt man es einfach laufen. Ab und zu mal den einen oder anderen Hub nachpumpen und dann ja, hört man ja, dass er dann weiter am Saugen ist. Wir schauen mal, wie viel wir bereits schon gezogen haben. Es sind jetzt circa 2 Minuten, 2,5 Minuten vergangen. Ja, es sind mit dem dicken jetzt ungefähr, also mit dem dicken Schlauch, es sind jetzt ungefähr 3, fast 4 Liter, hat er mal eben in 2, 3 Minuten gezogen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt saugt er schon Luft an. Ich werde gleich zu dem dünnen wechseln und dann weitermachen. So, also ja, die Pumpe hat ihren Job ganz gut gemacht. Das ist jetzt bei mir rausgekommen. Ungefähr 7 Liter, 7,5 Liter. Das Fahrzeug hatte einen Ölstand kurz vor Minimum. Also müsste das ungefähr auch hinkommen. Ich habe unten die Ölablassschraube abgelassen, also rausgedreht und es kam wieder kein Tropfen raus. Von daher, ich kann die Pumpe selber wirklich sehr empfehlen. Also sie macht ihren Job wirklich gut. Für 35 Euro kann man nicht meckern. Es ist jetzt auch völlig egal, bei welchem Käufer ihr das kauft. Das wird sowieso alles von einem Fließband kommen. Von daher bestellt da, wo es günstiger ist. Das ist eine 9-Liter-Pumpe. Es gibt die auch mit 7 Liter. Da ist diese Einheit quasi innen drin. Müsst ihr halt schauen, die ist auch günstiger, ne? Müsst ihr halt schauen, was für euch lieber ist. Alles klar, viel Spaß.